Gefahr. Elze Schaffhausen, sie startet auf der Bahn 1. Saisonbestleistung für sie 14:28, somit ist sie auf Rang 16 der aktuellen Bestenliste. Bei den Läufen hier in Zofingen, zweiter Versuch sozusagen, 100 Meter Hürden der Frauen. In der ersten Serie auf der Bahn 1 vom Elze Schaffhausen, Anina Fahr. Caroline Agnew, die Siebenkämpferin auf der Bahn 2. Sie startet für Satus Bielstadt. Evelyn Rebsamen mit einem sehr guten ersten Versuch über die 100 Meter Hürden auf der Bahn 3. Geraldine Frey auf Bahn 4. Julia Schneider, Old Boys Basel auf Bahn 5. Und Selina von Jakowski auf Bahn 6. Noemi Zbären nicht mit dabei. Sie hat sich entschieden, einfach einen Lauf über die 100 Meter Hürden zu absolvieren. Guter Start von Frey. Sie führt zusammen mit Schneider. Schneider in Front und sie gewinnt dieses Rennen ganz souverän. 13:71 für Julia Schneider und das ist eine weitere persönliche Bestleistung für sie. Und der Wind hat auch ein wenig gedreht. Es sind jetzt eher Rückenwindverhältnisse. Wenn die Fähnchen oder die Dekoration bei der Siegerehrung anschauen. Julia Schneider, Old Boys Basel, gewinnt in 13:71.